Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs und zwar wurden wir eingeladen von Pierre. Wir fahren gerade zum Uhlenköpperring, welches neben der Nordschleife angeblich die einzige Rennstrecke in Deutschland ist, die 365 Tage offen hat. Und zwar gucken wir uns nämlich Pierres Autocross-Renner an. Ich persönlich habe die Nachricht gelesen, dachte mir so Autocross, okay, gibt es jetzt hier heute so eine Stockcar-Challenge? Nee, ganz im Gegenteil. Wir befinden uns eher wieder auf der oberen, am oberen Ende der Fahnenspitze. Und zwar Pierre hat wirklich komplett eigenbaumäßig einen Renner zusammengebaut, ist ein Hayabusa-Motor drin, hat über 200 PS. Gewicht werden wir natürlich checken. Und die fahren auf diesem Uhlenkörperring wirklich auf Zeit, Rundenzeiten, um die Wette. Naja, um die Wette nicht, ist richtig eine Liga. Ich bin gespannt. Das Ganze soll ziemlich High-End-mäßig sein. Das heißt, wir finden an dem Renner jede Menge Titan und richtig krasses Zeug. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. So, wir haben es geschafft. Erstmal vielen Dank, Pierre, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Erster Eindruck, muss ich direkt sagen, ich habe wirklich ganz was anderes erwartet. So, ich habe das in der Anmoderation so kurz gesagt. Ich habe auch gleich erstmal so an Stockcar gedacht. Ne? Ist aber so ein ganz heikles Thema hier, weil ich kann euch so viel sagen, das ist wirklich genau das Gegenteil. Ne? Weil die Kiste ist wirklich, ja, man kann schon wirklich sagen, geleckt. Ne? Also es sieht eigentlich aus, als wenn das Ding noch nicht einen einzigen Meter gefahren ist. Aber das wirst du uns jetzt ja gleich erstmal ein bisschen erklären, wie, wo, was hier überhaupt Phase ist. Ne? Erstmal, wie nennst du das Ding selber? Ist das ein Buggy? Ist das ein Autocross-Fahrzeug, Renner? Ja, genau. In der Sportklasse nennt sich das Buggy. Es gibt ja auch Turnwagenklassen, das sind dann eben die normalen Fahrzeuge. Umgebaut für den Sport, aber dieses Auto ist wirklich rein nur für diesen Crosssport gebaut. Mhm. Offizielle Bezeichnung Autocross. Ist aber ja richtig. Mhm, genau. Versuch mal den eigentlichen Sport dahinter, weil das ist ja ein richtiger Sport. Wir sehen ja auch schon überall, dass die FIA da auch beteiligt ist. Das heißt, das ist richtig mit Reglement. Worum geht es da? Rennstrecke im Kreisfahren? Genau, wir fahren auf der Rundstrecke. In der Regel sind die Strecken immer zwischen 800, 850 bis 1 Kilometer lang. Es sind Sprintrennen von 5 bis 10 Runden. Mhm. Ja, natürlich mit festem Reglement. Entweder die FIA, wenn es denn über Europameisterschaft ist, oder der DMSB, wenn es die deutsche Meisterschaft ist. Hier vor Ort auf dem Uhlenkörperring fahren wir zum Beispiel den NRX Cup, das ist der Norddeutsche Autocross Cup. Vom ADAC, auch laufend unter dem Reglement des DMSB. Sprintrennen hat jetzt nichts mit Beschleunigen zu tun, sondern Sprintrennen heißt einfach, dass die Gesamtzeit relativ kurz ist. Genau, genau. Sprintrennen sagt man ja auch zu Rennen, die eben eine kurze Zeit haben. Und da wir dann eben bei, wir haben Rundenzeiten ungefähr zwischen 30 und 35 Sekunden und dann eben bei 6, 7, 8, 9, 10 Runden sind das eben sehr kurze Distanzen, genau. Das heißt so richtig klassisch Training, Qualifying, Rennen. Genau, so sieht's aus, ja. Okay, so, pass auf, wir fangen an. An unserem Buggy. Das Erste, was auf jeden Fall schon mal sympathisch ist, ist auf jeden Fall Gitterrohr, Rahmen, Chassis. Kann man grob sagen, dass das alles Eigenbau ist oder ist das schon in Gewissweit Serientechnik? Also Serientechnik heißt, dass es auch andere Buggys gibt, die rumfahren, die so genauso aussehen? Oder ist das alles so in deinem Kopf entstanden? Nee, also die ganze Grundzelle, die Sicherheitszelle, also der ganze Rohrrahmenbereich inklusive der Radaufhängung sind von einem Hersteller. In diesem Fall von Peters Autosport aus den Niederlanden. Da gibt es auch noch mehrere Hersteller in den Niederlanden, in Tschechien, in Spanien. Also es gibt noch ganz Teil Hersteller, die das auch machen. Warum ist das wichtig? Weil der Rahmen zertifiziert ist. Da gibt es eben einen Dokument für, damit man auch hohe Meisterschaften fahren darf. Das heißt, Rahmen und Radaufhängung stammen vom Hersteller und alles andere machen wir zum größten Teil tatsächlich selber. Ne? Also diesen ganzen Kleinkram, also es ist unheimlich viel Arbeit, weil ja da eben tatsächlich, wenn es neu kommt, einfach nur der nackte Rahmen steht. Ne? Okay, das heißt, Chassis kommt, weil zugelassen, Chromo oder normaler Stahl? In dem Fall ist es normaler Stahl, SC52. Viele Hersteller machen auch Chromo, aber naja, das ist so Geschmackssache. Was wiegt nur der Rahmen? Oder nur Chassis? Ja, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Das haben wir einzeln noch nicht gewogen. Ne? Weil wir haben relativ viel in letzter Zeit genauso uns mit Thema Überrollkäfig und so weiter beschäftigt. Und also es ist auf jeden Fall so, dass man es angenehm mit zwei Leuten trägt. Ich hätte jetzt auch so 30 Kilo gedacht, so in dem Fall.
in dem Bereich. Ja, ein bisschen mehr wird es sein. Aber wie gesagt, man kann es ganz vernünftig auf jeden Fall mit. Der ganze untere Bereich gehört ja noch dazu. Mhm. Ne, ein ganzer Teil der Motoraufhängung, das ist alles fest mit dran. Also es sind schon ein paar Rohre. Mhm. Aber auf jeden Fall angenehm zu tragen, zu zweit. Dieses Chassis ist also vorgeschrieben, mehr oder weniger, es wird wahrscheinlich verschiedene geben, aber es gibt ein Reglement dafür, wie es am Ende sein muss. Genau. Und was an dem Rest darf man dann selber gestalten? Grundsätzlich ist der Antriebsstrang freigestellt. Ah, ja. Ne? Mhm. Welchen Motor man fährt, ob Automotor, Motorradmotor, zwei Motorradmotoren. Zwei? Zwei Motorradmotoren, genau. Es gibt auch Fahrzeuge mit drei Motorradmotoren, drei Ducati-Motoren, sowas gibt es auch. Ja, und dann wie gesagt Antriebsstrang, ne? In dem Fall mit Differential und Kardanwelle. Gibt auch die Variante mit Kette. Das machen auch viele. Das heißt, der vom Motor nach hinten auf den Antrieb und dann mit einer Kette nach vorne. Also da ist wirklich. Du sagst Kardanwelle, das heißt Allrad. Genau, in dem Fall haben wir Allrad, ja. Die Fahrzeuge gibt es natürlich auch mit Heckantrieb, ja. Mhm. Gut erkannt, genau. Ist das dann gleiche Klasse? Nein, das ist unterschiedlich. Allradfahrzeuge und Heckantriebfahrzeuge werden getrennt gefahren, ja. Kurze Frage schon mal, das werden wir nachher natürlich fahrisch alles noch sehen. Heckantrieb tendenziell einfacher oder schwerer zu fahren gegenüber Allrad? Ja, da ich tatsächlich ja beides fahre und auch viele, viele Jahre Heckantrieb gefahren bin und auch immer wieder zurückgekommen bin zum Heckantrieb. Heckantrieb ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, aber Allrad ist auch nicht einfach. Das ist ganz schwer zu sagen. Ja, aber Allrad schon schneller auf jeden Fall. Hängt vom Boden ab. Ah, okay. Also krass. Jetzt hier auf dieser Strecke zum Beispiel, wenn wir hier griffigen Boden haben, das heißt Regen vorher oder sowas und der Boden schwer ist und ich habe einen Heckantrieb mit großen Reifen hinten, dann war ich bis jetzt tatsächlich hier mit dem Heckantrieb noch schneller. Ja. Aber wenn es richtig hart ist, so wie es heute ist, wenn es richtig trocken ist, dann ist man mit dem Allrad definitiv schneller. Ja. Das Ganze sieht hier schon extrem professionell aus. Wie lange machst du das Ganze schon? Weil das ist ja schon fast mehr als ein Hobby, ne? Das ist ja eigentlich schon, das ist ja schon richtig Rennsport. Ja, also angefangen hat das vor 15 Jahren ungefähr mit Motorradsport. Motocross-Bereich und dann mit 18 habe ich mir dann ja mein erstes Auto gebaut oder mit 17 schon angefangen und habe dann angefangen mit Autocross. Ich bin mit beidem aufgewachsen, mein Papa hat beides früher gemacht. Ja, und seitdem arbeite ich daran und versuche mich eben immer Stück für Stück zu verbessern. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja. Dieses Auto in der Konstellation gibt es schon wie lange? Das Auto haben wir letztes Jahr gebaut. Ah, ganz frisch, okay. Genau, letztes Jahr gab es ja leider noch keine richtigen Rennen. Mhm. Und deswegen sind wir letztes Jahr nur zweimal testen gewesen, noch mit Serienmotor. Und jetzt dieses Jahr, jetzt mit unserem guten Motor und dann auch hoffentlich bald mit dem Rennen. Ja. So, jetzt fangen wir nämlich mit dem krassen Scheiß an. Hier drin ist ein Hayabusa-Motor. Genau, wir fahren Hayabusa-Motor schon seit Jahren, ja. Mhm. Das heißt, rein Vierzylinder, serienmäßig hat der 1300 Kubik. 1340, ja. Mhm. Das ist die neue Variante, die alte hätte 1300, genau. Der Serie? Dieser hier ist jetzt schon nicht mehr Serie, genau, das ist eben unser guter Motor sozusagen. Wir fahren jetzt hier 1441 Kubik. Mhm. An für sich grundsätzlich tatsächlich sehr seriennah, originale Kurbelwelle und alles drin, aber größere Kolben. Ihr dürft aber vom Reglement her machen, was ihr wollt mit so einem Motor. Genau, maximal Hubraum ist in dieser Klasse 1600 Kubik. Aber geht das dann da schon so richtig ins Volle mit gemachten Kopf und Nockenwellen und sowas alles? Genau, ja. Naja, da ist also tatsächlich eigentlich, in dem Bereich ist eigentlich nichts mehr drin, was original ist. Ja. Serie hatten die ja schon über 200 PS irgendwas, ne? 200? Genau, knapp 200 PS Serie kriegt man auf dem Prüfstand. So sind wir jetzt bei 248 ungefähr. Boah, so viel mehr als Serie? Mhm. Das ist ja schon beim Sauger immer eine richtige Aufgabe, ne? Genau. Ja, da muss man schon ein bisschen an der richtigen Schraube drehen, ja. So, dieser Motor ist beim Motorrad normalerweise quer eingebaut. Hier ist er jetzt längs drin. Und dann sehen wir hier, ist das auch das originale Getriebe, was da drin ist? Ja. Also das Motorradgetriebe. Genau. Ja, wir fahren tatsächlich über das originale Motorradgetriebe. In dem Fall sogar original, ja. Tatsächlich, das ist jetzt ganz genauso, wie es im Motorrad ist. Und dadurch haben wir eben 6 Gänge, sequenziell schaltbar, hoch, runter. Mhm. Nur, dass es halt, wie ich schon sagte, halt längs eingebaut ist. Das passt sich natürlich perfekt, weil dann könnt ihr über diese, ich sag jetzt mal, über diese Hardy-Scheibe, geht ihr dann in diesen Allrad-Verteiler rein, ne? Genau, da ist ein Verteilergetriebe, in dem kann man auch die Übersetzung mal tauschen. Je nach Strecke oder je nach Reifenhöhe. Ja, geht dann auf ein Differential hinten. Also was auf jeden Fall schon mal sympathisch ist, dass das alles Billet aus dem Vollen gefräst ist, ne? Ja, da ist tatsächlich... haben wir ganz viel Wert drauf gelegt. Das ist gar nicht, weil es schön aussieht, sondern einfach, weil es haltbar ist. Ne? Und das war so. Deswegen haben wir gesagt, wir sparen einen Moment länger und dafür wollen wir aber auch ein Auto haben, was möglichst haltbar ist. Ne?
Das heißt, Motorrad, Motor, Getriebe, wir gehen dann in den Allradverteiler. Ist da ein Differential unten drin oder ist das einfach starr vorne hinten? Hinten wäre beides möglich. Also man kann auf jeden Fall auch ein Differential nachrüsten. Aber in dem Fall fahren wir hinten 100%, weil wir da gut mit zurechtkommen. Vorne ist offen oder ist in Lamellensperre? Vorne haben wir eine Lamellensperre drin, ja. Und die eigentliche Verbindung vorne nach hinten ist aber starr. Da ist gar kein Differential zwischen. Genau. Okay, krass. Also theoretisch hinten gesperrt, Mitte gesperrt, vorne Lamellensperre. Genau. Das heißt, das macht auf jeden Fall Spaß, das Ding auch zu schieben, ne? Langsam um die Kurve ist dann manchmal schwierig, ja, das stimmt, ja. Okay. Wofür? Wir sehen hier einen Hebel, der in die Mitte von dem Allradgetriebe geht, also von dem Verteilergetriebe. Ja. Wofür ist der? Ist das irgendwie ein Freilauf oder kann man das auskuppeln? Oder wofür ist? Nee, das ist der Rückwärtsgang. Also okay, in vielen Klassen, beziehungsweise ja, in der deutschen Meisterschaft und Europameisterschaft ist Rückwärtsgang vorgeschrieben in der Klasse. Gibt auch welche, wo das ausgeschlossen ist, aber hier ist es auf jeden Fall vorgeschrieben. Mhm. Und das ist eben eine schöne Variante. Man kann es auch in dem Motor machen. Aber in dem Fall hat man alle 6 Gänge zur Verfügung. Das würde sonst verloren gehen, wenn man es im Motor macht. Hier ist es dann über den Kasten. Ja, stimmt. Logischerweise Motorrad kein Rückwärtsgang. Ne? Ist ja kein Honda Goldwing. Genau. Ja, ja, krass. Okay. Und dann sehen wir halt hier so richtig massiv Differential. Das gibt's alles so zu kaufen, diese ganzen Gefräßen, XXL. Ja, da haben sich schon ein paar Leute richtig Gedanken drüber gemacht. Das kann man so tatsächlich schon stückweise kaufen, ja. Heftig. Vor allen Dingen auch so mit dieser innenliegenden Bremsscheibe. Okay, das wird in dem Fall wegen der Achse wahrscheinlich so, geht nur so, ne? Ja, genau. Das, und sie ist eben auch geschützt, ne? Du hast da kein Problem mit Steinen. Das ist eigentlich so der sicherste Platz, ja. Wie ist das beim Fahren? Bremst man da viel? Nee, tatsächlich. Also man hat natürlich Notbremsung. Da muss man viel und stark schnell bremsen können. Und auf der Strecke ist es eigentlich sehr punktuell. Aber dadurch, dass wir sehr viel im Drift fahren und sehr extrem auch manchmal in die Kurven fahren, also quer in die Kurven fahren, hat man dadurch schon so viel Verzögerung, dass man auf vielen Strecken gar nicht so viel bremsen muss. Nee. Also ist nicht so dieses typische Rundstreckenfahren, Vollgas. Genau. Bremse. Okay. Hinterachskonstruktion sieht extrem witzig aus. Das Ganze ist eigentlich so eine Pendelachse. Nennt man die so, ja, ne? Genau. Ja, das ist so Technik à la Käfer, ne? Aus den 50ern sozusagen. Ist aber bewährt. Also es gibt viele Aufhängungsvarianten, doch diese ist einfach, hat sich über Jahre bewährt, ist sehr haltbar und funktioniert also wirklich gut. Das heißt, wir haben hier, filmen wir einmal ruhig einmal mit rein, richtig quasi eine, also richtig eine angetriebene Achse. Das ist ein starres Teil mit einem Gelenk und dieses wird hier außen nur noch einmal in einem Lager geführt. Und dann federt wirklich das ganze Teil, federt ein und aus. Und hier ist alles wirklich starr miteinander verbunden. Wie ist das mit puncto Thermik? Wassertemperatur, Öltemperatur, ist ein Thema, oder? Wenn denn nur Öl. Also Wasser, wir haben jetzt ja hier einen wirklich sehr, sehr großen Kühler drauf, verhältnismäßig zum Original beim Motorrad. Mhm. Also Wasser ist nie ein Problem. Das Einzige, was wirklich ist, ist eben Öl. Ne? Dadurch, dass wir eine sehr hohe Beanspruchung haben, auch im Bereich der Kupplung, die ja hier nass läuft im Motor und damit auch die Temperatur hochtreibt. Also Öl muss man sich schon Gedanken machen, da ist man schnell über 120, aber ansonsten... Und in dem Fall läuft die Kupplung in dem gleichen Motoröl? Also die, ja. Genau. Nicht extra Getriebeöl? Nein, genau. Okay, krass. Und hier ist tatsächlich so ein krasser Fahrtwind, dass das reicht von der Anströmung oder macht er das eigentlich alles über den Lüfter? Nee, das macht er eigentlich alles über den Lüfter, genau. Das heißt, der läuft genau, schon lauer. Das zieht er sich alles von vorne ran, das ist, wenn man den... Kühler hinten hat, dann hat man das, dass das reicht, was er sich von den Seiten ranzieht. Wenn man den Kühler nach vorne sitzt, was es auch gibt, dann musst du Luftführung bauen. Da ist aber eben immer die Gefahr, weil wir nun mal jetzt ja auf Sand und Matsch fahren teilweise auch, dass sich die Luftführung dann zusetzen und dann hast du eben keine Kühlung mehr. Ne? Wir waren bei euch hier in der Nähe auf dem 24-Stunden-Rollerrennen. Ah, ja. Ist ja, glaube ich, in der Nähe, ne? Nicht weit von hier. Kam mir nämlich so bekannt vor auf dem Hinweg. Und wir hatten das Problem, was wir maßlos unterschätzt haben, ist, wie schnell sich so ein Luftfilter hier mit diesem Staub vollsetzt. Mhm. So, ne, man sieht das hier ja schon, das ist auch so staubig. Das wird bei so einem 1000 Kubik Motor jetzt nicht so schlimm sein wie beim 50 Kubik Roller. Ne? Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie hier auf jeden Fall nach jedem Wochenende musst du den Filter schon so richtig sauber machen. Ne? Oder nach jedem Lauf sogar. Wie man es schon sieht, ist ja so ein Schnellwechselsystem drauf. Ja. Das heißt, den kriege ich in einer Minute ungefähr getauscht. Ich habe eigentlich, wenn es staubig ist, wirklich nach jedem Lauf, dass ich den tausche. Ja. Mhm. Also ich bin da auch ganz pingelig und... Aber immer ausreichend Luftfilter dabei. Ja. Man merkt schon, also man sieht an dem ganzen Auto, dass du überall so ein bisschen pingeliger bist, weil man muss wirklich sagen, das Ding sieht wie aus dem Laden aus, ne? Also als wenn du noch keinen Meter mit gefahren bist und halt aber auch alles sauber, akkurat, dann doch nochmal hier ein Kabelbinder, da ein Kabelbinder, wo jeder andere einfach so, ach egal, das wird lieber nochmal gesichert alles, ne? Krass. Okay, Steuergerät von dem Motor?
Ja, da fahren wir KMS, ein MD35 Steuergerät, auch schon seit einigen Jahren. Ja, sind wir auch sehr zufrieden. Ja, ja. Also da gibt es natürlich, jeder schwört auf was anderes, aber also wir sind da sehr, sehr zufrieden mit. Also schöne Freipumpe drauf. Genau, ja. Mhm. Okay. Wie ist das Thema Ölversorgung von so einem Motor? Gerade wenn er eigentlich quer und Schräglage, jetzt Längs- und Springkurve und so weiter? Also grundsätzlich fahren wir noch das originale Ölsystem. Das Einzige, was sich ändert oder was wir aus unserer Sicht verbessert haben, ist eben die Ölwanne. Mhm. Wir haben jetzt eine flachere Ölwanne drin mit einem Pendel drin. Mhm. Das heißt, dieses Pendel bewegt sich eben immer mit dem Ölfluss, je nach Kurvenfahrt, Beschleunigung oder Bremsen, so dass es eben immer im Öl steht und immer ausreichend Öl zur Verfügung ist. Ja. Ah, okay, das heißt, in der Wanne ist eine Art Blech drin, was sich passend bewegt, dass das Öl immer da ist, wo die Pumpe es auch ansaugt. Ja, so ein kleiner Hals, ne? So ein gelagerter Hals, der dann wirklich immer hin und her läuft in der Wanne. Ah, und in dem die Ölpumpe saugt durch diesen Hals auch an? Ja, genau. Hm? Das ist ja cool. Ja. Habe ich so auch nicht gesehen. Und dadurch, dass die Wanne eben so flach ist, konnten wir den Motor auch noch mal ein bisschen tiefer reinsetzen. Mhm. Okay, krass. Ich hätte gedacht, dass so eine Wanne in einem Motorrad eh schon so flach ist. Dass nee, die sind in der Regel immer ganz spitz, weil ja auch beim Motorrad das Problem ist, wenn du starke Kurvenlagen fährst, dass ja, da ja. auch eventuell, ja. dass du Luft ansaugst. Dadurch sind die sehr spitz zu laufen und sehr lang. Ja. Sympathisch ist mir auch der Cut auf jeden Fall hier hinten. Der ja so auf den letzten 10 cm des Auspuffs nochmal ist. Ist wahrscheinlich von Reglement auch so vorgeschrieben. Genau, es gibt in Deutschland eigentlich keine Rennserie mehr, wo man ohne Katalysator fahren darf, ja. Mhm. Krass, fängt der auch so richtig an zu glühen oder geht noch? Ja, ja. Glühen und Feuer und all sowas kann er, ja. Alles, was geht, ja. Ja. So, jetzt gucken wir vorne weiter. Da wird es nämlich auch nochmal interessant. Vorne sieht so ein bisschen aus, finde ich, das ganze Ding wie so ein ferngesteuertes Auto früher. Ja, das ist im Vergleich, sagen viele, ja. Das stimmt, ja. So, die Art und Weise ist die, ja. Relativ schmal, relativ lange Schwingen, um einfach diesen Federweg hinzubekommen. Weil musste man auch erstmal so kapieren, wenn diese Schwingen so ultra kurz wären, kann logischerweise das Rad gar nicht vernünftig hoch und runter gehen. Deswegen werden diese Schwingen immer so lang. Sympathisch finde ich auf jeden Fall schon mal den Allrad da drin. Tja, willst du Details sehen, ja? Auf jeden Fall. Das ist so eine typische Schraube, die wo ich mit Titan immer Angst hatte. Mhm. Aber ist auch, so wie ich das sehe, ist ja wirklich fast alles Titan, ne? Also ja, ganz viel ist nicht mehr normal. Nee, das stimmt, ja. Also wirklich, wirklich wenige Schrauben, ja. Die eigentlichen Radlagergehäuse, die gibt es so zu kaufen? Oder ist ja, das auch die alles irgendwie? Baut auch der Hersteller so, ja. Mhm. Okay. Der Vorteil ist natürlich, man kann das auch selber basteln in stundenlanger Handarbeit. Aber hier ist das Schöne, wenn ich irgendwo auf dem Rennen fahre, gibt es viele Chassis, die baugleich sind. Ja, ja. Und wenn dann wirklich mal so ein Teil kaputt geht, eins habe ich dabei, wenn dann ein zweites kaputt geht, dann habe ich immer noch eine ganz große Chance, dieses Teil irgendwie nochmal auch bei einem Mitbewerber zu bekommen. Ja, ne? Weil das ist zum Glück bei uns im Autocross-Sport so, da hilft man sich dann doch noch. Ne? Also auch wenn man auf der Strecke kämpft, aber im Fahrerlager ist dann dann doch miteinander. Aber dafür, dass er eigentlich nicht bremsen muss, ist die Bremse auf jeden Fall schon mal ja, ne, ein bisschen, genug. Ja, so, ein bisschen bremsen tun wir schon, aber also im Vergleich zur Rundstrecke ist es, denke ich, doch dann sehr, sehr wenig. Ja. Vorne, hinten gleiche Bereifung. Ja. Ist Pflicht, ist auch laut Reglement. Oder könntest du hinten breiter? Für sich, genau. Man könnte auch hinten breiter fahren oder andere Höhen fahren, das gibt es auch, ne, wenn man die Übersetzung dementsprechend anpasst. Aber das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man dann immer hin und her rechnen muss. Ne? Macht das auf dem Schotter genauso viel aus wie auf Asphalt? Oder kann man das auf dem Schotter eher mehr vernachlässigen, weil das Auto eh, ich sag mal, meistens in einem unkontrollierten Zustand fährt? Also ich lege da auch Wert drauf. Ich kann aber aus aller eigenen Erfahrung sprechen, dass wenn man jetzt wirklich mal einen Schaden hatte am Wochenende oder sowas und man baut es alles ab und baut es wieder an, hat er natürlich in dem Moment kein Gerät da, um eine Achsvermessung zu machen und stellt es dann nach eigenem Gefühl und Ermessen ein und mit einer Schnur, dass man den Unterschied auf der Strecke nicht merkt. Mhm. Ich nicht merke. Mhm. Aber in der Grundvorbereitung fürs Rennen lege ich da doch schon immer viel Wert drauf und dann macht man auch eine Achsvermessung. Ja. War bei mir ähnlich. Wir waren letztes Jahr auf dem Bilzerberg. Ich habe das Auto vorher in der Nacht, weil ich noch was umgebaut hatte, auch mit der Schnur nur so grob vermessen. Stand natürlich katastrophal, weil das erste Mal so gemacht. Es ging natürlich brutal auf den Reifen. Das heißt, der war ratzfatz zu heiß und verschlissen und so weiter. Dann vor Ort richtig eingestellt. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es extrem schneller geworden ist. Es fuhr vielleicht ein bisschen sicherer. Aber es soll wohl extrem auf die Reifen gehen, wenn es richtig eingestellt ist. Ne? Ja. Weil das stelle ich mir hier vor Ort auch immer schwierig vor. Kann ja immer mal was passieren mit den offenen Rädern. Gerade so, wenn man mal so im Kampf gegeneinander kommt. Gar keine Frage. Dass man da schon improvisieren muss immer. Ne? Ja, das muss man. Also man merkt schon, ich sag mal, wenn das einen halben Zentimeter oder sowas übertrieben gesagt aus der Spur ist, dann merkt man schon, dass das Fahrzeug ganz anders liegt. Ja, auch wenn man eigentlich immer in einem instabilen Zustand ist, aber ja. Das ist schon spürbar, ja. Spurbreite und Radstand ist aber vorgegeben laut Reglement?
Maximalwerte, ja. Mhm. Ansonsten, wenn man sich in den Werten bewegt, dann ist man auch relativ frei. Mhm. Ja, und hier sehen wir wieder feinste Billetware. Ist das gleich, identische wie hinten? Ja. Genau gleich, okay, genau. Krass. Ist aber auch schon von Antriebswellen her und so echt massiv ausgelegt für nur die 250 PS, ne? An für sich ist das schon die leichte Variante. Also das ist auch schon kein Serienmaterial mehr in dem Sinne. Mhm. Normalerweise sind sie noch deutlich stabiler sogar, ja. Sind auch hohlgebohrt, ne? Also sind keine Vollwellen. Mhm. Ja, ist Federstahl, aber das funktioniert gut, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Belastung hier recht hoch ist, weil dadurch, dass hier ja alles gesperrt ist, kann es ja in dem Moment passieren, dass die vollen 250 PS auf einem Rad landen. So, wenn das Ding irgendwie mit drei Rädern in der Luft ist, was wahrscheinlich öfter mal vorkommt. Ja, man versucht das zu vermeiden, aber es kommt mal vor, ja. So, und in dem Moment nur hinten rechts genau auf dem Boden ist, gehen natürlich die vollen 260 da rein und dann sind 260 PS für ein Rad natürlich schon in dem Moment viel Kraft, ja. Ne? Das unterschätzt man immer bei den Autos. Und eben diese Schläge, ne? Schläge, starke Einschlagwinkel. Mhm. Wir fahren ja nur auch mit voll eingeschlagenem Lenkrad teilweise durch Kurven mit Vollgas. Und ja, die Belastung ist nicht gering, aber ich sag mal, wenn man hochwertige Ware nimmt oder es versucht zumindest zu nehmen, dann ist man da eigentlich auch sorgenfrei. Also es funktioniert wirklich gut. Ah, und hier auch überall Titanschraubenrollen. Und dann sind das auch noch so geile freigedrehte Innengelenke. Hier auch noch mal so ein bisschen. Ja, freigedreht und auch schmaler gemacht. Bisschen leichter sind, ne? Noch ein bisschen, 350 Gramm pro Gelenk. Krass. Ja, das die Summe macht's, ne? Ja, 350, die Außengelenke auch nochmal 300. Genau. Jetzt, ne? Das sammelt sich dann, ja. Und ich denke mal auch punkto Schrauben, weil ich musste das auch immer den Leuten immer erstmal so ein bisschen beibringen. Das sind ja wahrscheinlich auch das ganze Auto gesehen. Reden wir bei den Schrauben ja auch locker von 3-4 Kilo, die so ja. Spaß mit Titanschrauben so in den Dreh, würde ich sagen, ne? Und das ist ja dann bei so einem Auto auch schon eine Menge Holz, ja. Ne? Elektrische Servolenkung, auch geil. Die kommt woher? Das ist ein Toyota Yaris Serienteil. Toyota Yaris. Steuergerät davon ist natürlich dementsprechend angepasst, dass es auch ohne Geschwindigkeitssignal läuft. Mhm. In einem normalen Auto würde sie ja nur arbeiten, wenn sie auch ein Geschwindigkeitssignal bekommt. Ansonsten ist das tatsächlich ein Serienteil, ja, was schön leicht und kompakt ist und gut funktioniert. Letzter Punkt, Thema Fahrwerk. Wichtig bei so einem Auto? Wichtiger als die Motorleistung, ja. Also somit das wichtigste Teil eigentlich. Ja. Also das Fahrwerk ist unheimlich wichtig, ja. Also bevor man einen teuren Motor kauft oder ein teures Getriebe, ist das Fahrwerk, ja. Fahrwerk, Getriebe und dann eigentlich erst der Motor, ja. Weil man prinzipiell immer sagt, wenn das Rad nicht auf dem Boden ist, ist alles andere auch egal. Ganz genau so sieht das aus. Es wird, zum einen hast du keine Traktion, ohne Traktion fährst du nicht vorwärts. Und zum anderen wird es auch irgendwann gefährlich, ne? Mhm. Also wenn die Räder nicht auf dem Boden sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwie dahin gerät, wo man nicht hin möchte. Ne? Und das ist dann logischerweise auch was Spezielles, extra für ein Autocross gemacht, genau für die Fahrzeuge gemacht. Genau, wir vertrauen jetzt auch schon seit ein paar Jahren auf Raiger-Fahrwerke. Das kommt auch aus den Niederlanden. Das ist speziell für den Autocross-Sport. Die machen auch viel für den Rallye-Sport, Dakar. Die machen also ganz, ganz viel Offroad. Ja, und in dem Fall dann auch ein bisschen was Spezielles, was du ja vorher auch noch nicht so gesehen hattest, ne? Dass wir hier einen Corner-Control haben. Das heißt, das Fahrwerk erkennt, ob wir bremsen, beschleunigen oder ob wir eine Kurve fahren links und rechts und dementsprechend gleicht es dann eben die Einstellung an. Das heißt, das Ganze ist voll mechanisch in diesen Ausgleichsbehältern drin? Genau. Ist vorne, jetzt nichts Elektronisches hier vorne, oder so? Hier vorne sitzt eine Kugel drin und die bewegt sich dann in so einem Bereich und kann dadurch dann eben den Ölfluss sozusagen regulieren, ja. Krass, nee, das habe ich so auch noch nicht gehört. Das erkennt einfach über die Gehkraft von der Kugel, ob wir jetzt gerade bremsen und Kurve fahren. Genau, man kann jetzt die Behälter noch unterschiedlich anbauen. Ne, wenn man sie längs anbaut, dann ist es nur fürs Bremsen und Beschleunigen. Mhm. Bauen wir sie nur quer ein, dann ist es eben nur für Kurvenfahrten. Und so wie wir das jetzt gemacht haben, eben genauso Mittelmaß, da haben wir in beiden Situationen Beeinflussung da drauf. Und das ist auch wirklich deutlich spürbar, ja. Krass, okay. Das heißt, angenommen, wir würden es jetzt nur fürs Bremsen und Gas geben sehen, um den Zuschauern das ein bisschen näher zu bringen, dann würde er beim Bremsen das Fahrzeug wahrscheinlich härter machen wollen? Genau, vorne hart machen, damit die Hinterräder schön ein bisschen Druck behalten, ne, damit wir da auch Verzögerungen erreichen können. Genau, so würde das sein. Und beim Gas geben würde er wieder weicher werden, damit die Traktion da ist? Genau, damit die Räder auf dem Boden bleiben, ja. Mhm. Okay, wobei ich persönlich finde, doch vorne ist er, hinten ist das Ding ja wirklich bretthart, ne? Ja. Vorne ist er richtig... Ja, das ist aufhängungsbedingt, genau, das lässt sich nicht... Ein Punkt, den ich suche, aber nicht finde, Stabi, braucht das Ding nicht? Nein. Braucht man nicht, ist egal. Okay. Also, wenn man ein Fahrzeug hat mit einer Mehrlenkerachse hinten, dann werden in der Regel auch Stabilisatoren gefahren. Ja. Da kann man auch wirklich schön was mitmachen. An der Vorderachse gibt es das eigentlich nicht. Und bei der Pendelachse hinten auch nicht, nein. Mhm. Okay.
So, jetzt kommen wir zum Innenraum. Ein Teil sehen wir ja schon, Fußkupplung. Logischerweise die Moped-Kupplung einfach umgebaut auf den Fuß. Ja, so ähnlich, ja, ja. Serienkupplung? Nein. Nein. Also das ist ja ein Billboard-Zylinder. Es ist also kein Serienteil, logischerweise. Mhm. Der Nehmerzylinder hinten am Motor, der ist noch Serie. Zwar auch umgebaut natürlich. Aber ansonsten, genau, hydraulisch umgebaut auf Fuß, ja. Nee, ich meinte in dem Fall die Kupplung im Motor drin. Ach so, ja. Ja, das Prinzip schon. Belege sind natürlich was anderes. Ist was anderes, ne? Also okay. Bisschen ja, hochwertiger, ja, ja. Aber ansonsten das Prinzip ist genau das Original, ja. Auch hier sieht man wieder einfach einen normalen Hauptbremszylinder. Nichts irgendwie mit Waagebalken, mit Verteilung oder so. Weil, so wie du schon sagtest, das Bremsen ist hier nicht ganz so, ja, ganz so wichtig. Ne? Also es gibt auch Fahrer, die machen mit Waagebalken. Also das ist ganz unterschiedlich. Manche brauchen diesen Unterschied vorne und hinten, aber ich komme damit so gut zurecht. Du bremst eh nicht. Ja, naja, oder wenn, dann weiß ich ja, was passiert. Später bremst du länger schnell. So, guck mal einmal hier. Mach mal die Tür auf. Das ist auch alles Reglement wahrscheinlich vorgeschrieben. Genau, die Größe der Maschen ist vorgeschrieben und die Stärke des Drahtes, ja. Hat damit Carbon-Sitz hier. Mhm. Und das ist auch bequem genug? Also, weil ja, wir haben bei einen Sitz komplett ohne Polster, ohne alles. Ich hätte jetzt gedacht, dass das... Also da gibt es ja auch beides. Gibt es auch gepolsterte Sitze, logischerweise sind auch zulässig. Aber wenn man in so einem Sitz wirklich richtig drinne sitzt und der richtig passt und man nicht wackelt, dann ist das super. Mhm. Also. Was heißt Light? Achso, hinten, ne? Ja, genau. Das Licht ist separat schaltbar. Das ist so laut FIA vorgeschrieben. Okay, einmal Notaus, einfach Strom, ne? Wahrscheinlich alles. Genau, das ist der Hauptstrom. Dann einmal Display. Dann haben wir einmal das Dashboard, wo wir alle möglichen Daten uns anzeigen lassen können. Lambda-Werte, Temperaturen. Das kommuniziert mit dem Motorsteuer, mit dem ja, KMS. Mhm. Und dann haben wir da noch einen sympathischen Knopf, wo Start und Launch draufsteht. Genau. Dann haben wir einmal so diesen roten Drehknopf noch. Da können wir dann eben die Startdrehzahl einstellen. Mhm. Und da vorne ist die Steckbuchse für den Launch-Knopf, der am Lenkrad ist. Mhm. Und noch eine schöne Kleinigkeit, die sonst vielleicht nicht so auffällt, ist der Schalthebel, der auch einen integrierten Schalter hat, damit wir unter Volllast ohne Kupplung schalten können. Das Witzige ist, den Hebel kenne ich, weil genau den gleichen hatte ich bei mir in der Limo auch drin. Der ist super. Also der ist. Das heißt, hier in dem Hebel oben drin ist ein Unterbrecher und damit kannst du wie beim Motorrad mit so einem Quickshifter dann halt dementsprechend... Genau, einfach hoch und weiter. Ja. Und der Hebel rechts daneben ist dementsprechend Rückwärtsgang. Genau, das ist der kleine, den du vorhin schon entdeckt hast, hinten am Zwischengetriebe, das ist der Rückwärtsgang. Das heißt, theoretisch hätte das Auto auch 6 Rückwärtsgänge in dem Moment, ne? Ja, wenn man sich traut, ja. Aber der Rückwärtsgang, also dieses zusätzliche Ritzel, was da im Zahnradkasten sitzt, das ist nicht so ausgelegt, dass man da groß... So, ein Punkt, den ich suche, den es aber gar nicht gibt, ist eine Handbremse. Braucht man gar nicht zum Fahren. Nee, genau. Also so eine Handbremse, wie man sie kennt, braucht man nicht. Wäre auch schwierig, weil wir einen starren Antrieb haben. Das heißt, wenn wir hinten bremsen, würde er vorne auch mitbremsen. Da geht der Effekt komplett verloren, an den du jetzt wahrscheinlich gerade gedacht hast. Ne? Genau, ich dachte so in eine Kurve rein oder so, sieht man ja öfter mal. Also wir haben da vorne so ein Absperrventil, das heißt, wenn wir die Bremse treten, können wir die Leitung nach hinten zumachen, sodass wir eine Bremswirkung haben, weil das auch vorgeschrieben ist, dass man ein Auto abstellen kann am Berg. Feststellbremse. Aber eine Handbremse zum Fahren ist in dem Fall nicht vorgesehen. Nee. Okay, also keine Handbremse. Nee, zum Spaß haben, zum Showfahren. Also braucht man nicht, also alles gut. Das Erklär doch mal in ein, zwei Sätzen so ein bisschen, wo wir uns darauf einstellen müssen beim Fahren. Weil du sagtest ja, du bist früher Rundstrecke auch schon mal gefahren? Ein bisschen? Nee, eigentlich nicht. Nein. Ich habe immer lange drüber nachgedacht, ob ich das mal mache. Ich bin ganz früher mal ein bisschen Kart gefahren. Mhm. Und auch mit solchen Fahrzeugen mal auf einer Rundstrecke. Mhm. Aber so richtig auf Rundstrecke bin ich noch nicht gefahren. Wo unterscheidet sich dieses Fahren von diesem typischen Fahren auf Rundstrecke? Vom Prinzip her das gleiche, weil Autocross ist für mich so noch nie drüber nachgedacht. Okay. Also zum Beispiel, wenn wir nur auf losem Untergrund fahren, ist eben der große Unterschied. Wenn wir auf Asphalt fahren, wir machen das immer gar nicht auf Rundstrecke, sondern einfach auf Asphalt, da geht es ja doch um ein sehr genaues Fahren. Und gerade wenn du dann leistungsschwache Fahrzeuge hast, dann musst du genau fahren, das heißt, sobald du in einem Drift bist, man kennt das aus dem Kartcenter, wenn man mit so einem 12 PS Kart fährt, sobald man irgendwie driftet, fahren zwei an einem vorbei. Ja, ne? Das funktioniert einfach nicht. Und Autocross kann man ohne Driften nicht schnell fahren. Das ist so eigentlich das Beste. Ne? Wenn man hier nicht quer durch die Kurve fährt, dann fährt man da gar nicht durch. Oder einfach viel zu langsam. Ja, ja. Und das ist eigentlich der große Reiz, ne? Dass wir auf den losen Strecken oder auf dem losen Untergrund einfach jede Kurve quer fahren. Ne? Das ist so das, was Freude macht. Klingt nach Spaß. Ich behaupte ja. Die Kurven, sind die immer gerade oder sind die auch so ein bisschen abschüssig, hochgehen, runtergehen, alles querbeet? Alles. Also es ist richtig so hoch, runter, links, rechts, volle Tour. Mit Berge und kleinen Sprüngen und all sowas, ja. Berge und Sprünge, wie ist das da, einfach voll draufhalten? Oder?
Ja, es gibt schon Strecken, wo man dann vor dem Sprung auch mal bremsen muss, ne, weil man sonst zu weit kommt. Sowas gibt es auch, aber... aber ja, der ist theoretisch von der Gewichtsverteilung her so, dass wenn du auf den Sprung zufährst, der schon sauber fliegt, ja, und nicht irgendwie so... Wenn du nicht beim Absprung gerade voll bremst oder voll beschleunigst, dann fliegt er gerade. Ja, schon eine gleichmäßige Verteilung, ja. Okay, ich bin gespannt. Was wiegt das Ding? Weil ich glaube, ich habe im Intro was komplett Falsches gesagt. 530 Kilo. 530 Kilo. Ja. Ist, wie gesagt, immer so ganz bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man für Räder drauf hat, weil sind doch oftmals Unterschiede von 1 bis 3 Kilo pro Rad. Aber ungefähr 530 Kilo, ja. Du sagst jetzt so gezielt 530, ist das laut Reglement Mindestgewicht? Ja, das wäre bei der 4 auch Mindestgewicht, 530, ja. Ist das dann egal, welchen Motor man drin hat oder für die Klasse? Das ist immer auf den Hubraum bezogen. Mhm. Auf den Hubraum und ob es eben ein 2 oder ein 4 WD ist. Mhm. Das heißt, die 2 WDs dürfen dementsprechend leichter sein? Ja. Wie viel? Weißt du das im Kopf? Nee, aber ich würde jetzt irgendwie was um die 60, 70 Kilo schätzen. Ja. Krass. Cool. Und wie gesagt, ist der noch abgestuft in verschiedenen Hubraumklassen. Ne? Ja. Okay. Ich hätte theoretisch die Wagen mit, wenn du das mal wiegen willst. Können wir machen. Dann wissen wir es nämlich ganz genau. Gehört irgendwie dazu, ne? Mhm. Können wir schon fast kein Auto hier mehr durchgehen lassen, was nicht gewogen wird. Okay, dann würde ich sagen, ich hole mal einmal schnell die Wagen. Ja, also du lagst mit deiner Einschätzung richtig? 540 Kilo. Ah, siehst du? Ja gut, mit den Reifen, das kommt ja hin, ja. Kannst du nochmal 10 Kilo finden hier irgendwo. Ich meine, Schmutz wirst du keine 10 Kilo mehr finden. Also er ist vollgetankt, ne? Also okay. Beim Reglement geht es darum, dass er das Gewicht jedem Zustand der Veranstaltung hat. Das heißt, auch wenn du das Rennen zu Ende gefahren bist, muss er immer noch 530 Kilo wiegen. Mhm. Okay. Ja, also macht das schon Sinn, dass man das mit einrechnet, dass er zumindest halb leer ist. Wie viel gehen da rein? 11 Liter. Mhm. Na, das was? Ich allerdings in meiner Wiegezeit wirklich noch nie gehabt habe, ist, wie krass gleichmäßig das Ding ist. Dafür, dass er hier jetzt ja auf einem schlechten Boden steht. Ne? Schön, ne? Ja. Das so. Ist uns auch wichtig, ja. Wir haben vorne quer 4 Kilo und hinten quer auch nur 4 Kilo. Und das ist schon wirklich wenig. Hm. So, ne? Außer der Boden spielt uns jetzt in den Karten, glaube ich aber nicht. Nee, das kommt schon hin. Nein, das sind auch so meine Erkenntnisse, ja. Oder mein Wissen war das, ja. Ja. Krass. Perfekt. Hinten noch relativ schwer, hätte ich gar nicht gedacht, vom Verhältnis her. Ja, das ist auch ein bisschen bewusst. Ne? Also wie gesagt, deswegen sitzt auch der Kühler hinten. Viele haben ihn dann in der Mitte, dann kann man das noch ein bisschen mehr austarieren. Ja, ja. Aber ich finde es vom Fahren her angenehmer, wenn es hinten ein bisschen schwerer ist. Okay, cool. So, ich würde sagen, das war Teil 1. Jetzt habt ihr die Technik gesehen. Jetzt wollt ihr bestimmt auch noch sehen, wie Pierre damit ein bisschen über die Hügel knallt hier. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Man sieht halt irgendwie, das ist ein Auto, das ist genau dafür gemacht, ne? Ein Knallpuff-Peng, sondern richtig. War irgendjemand anderes mit deinem Auto gefahren? Nein. Geil. Grundsätzlich frühestens, wenn es verkauft wird. Wo das Ding ja schon merklich durchgedreht hat, ist schon wirklich, das ist schon krass.